Israels Armee hat in der Nacht auf Freitag ihre Angriffe auf den Gazastreifen noch verschärft. Luft- und Bodentruppen greifen gegenwärtig im Gazastreifen an, teilte die israelische Armee bei Twitter mit. Später gab die israelische Armee bekannt, doch nicht in den Gazastreifen vorgedrungen zu sein. Im Gazastreifen seien keine Soldaten. Entsprechende vorherige Angaben seien auf internes Kommunikationsproblem zurückzuführen, teilte die Armee in der Nacht auf Freitag mit. Israelische Korrespondenten für militärische Angelegenheiten haben angegeben, dass es sich nicht um eine Bodeninvasion handle und dass die Truppen von der israelischen Seite der Grenze aus Artillerie abfeuerten. Bewohner des nördlichen Gazastreifens in der Nähe der israelischen Grenze sagten, sie hätten keine Anzeichen von israelischen Bodentruppen innerhalb der Enklave gesehen. Sie berichteten aber von schwerem Artilleriefeuer und Dutzenden von Luftangriffen. Das israelische Fernsehen berichtet, es sei der heftigste und breiteste Angriff im Gazastreifen seit Beginn der Eskalation am Montag. Die Armee hat Israelis in den Grenzorten aufgerufen, die bis zu 4 Kilometer entfernt vom Gazastreifen leben, sich bis auf Weiteres in Schutzräume zu begeben. Militante Palästinenser haben am Donnerstag ihre heftigen Raketenangriffe auf israelische Bevölkerungszentren fortgesetzt. Auch am Abend sind erneut zahlreiche Städte beschossen worden, darunter Ashkelon, Ashdod und Modin. Auch in die Richtung des internationalen Flughafens bei Tel Aviv sind Raketen abgefeuert worden. In einer Ortschaft im Süden des Landes sind nach Angaben von Rettungskräften eine 87-Jährige auf der Flucht in einem Schutzraum tödlich verletzt worden. Zudem seien aus dem Süden des Nachbarlandes Libanon 3 Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Sie sind allerdings ins Mittelmeer gestürzt. Eine Quelle aus dem Umfeld der Hisbollah versichert, die schiitische Miliz habe nichts damit zu tun. Aus libanesischen Militärskreisen heißt es, die Geschosse seien unweit eines palästinensischen Flüchtlingslagers abgeschossen worden. Im Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 109 Menschen seit der Eskalation der Gewalt gestorben. In Israel sind nach offiziellen Angaben bisher 8 Menschen bei Raketenangriffen getötet worden. Die massiven Spannungen entluden sich auch in Gewalt zwischen jüdischen und arabischen Israelis. Israels Polizeichef Miki Rosenfeld sagt, die Polizei müsse regelrechte Pogrome verhindern. In der israelischen Stadt Lod schoss am Donnerstag ein Mann auf eine Gruppe bewaffneter Juden und verletzte dabei einen Menschen. Zu viele Zivilisten sind bereits gestorben, erklärt UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Online-Dienst Twitter. Dieser Konflikt kann die Radikalisierung und den Extremismus in der ganzen Region nur weiter verschärfen. US-Außenminister Antony Blinken äußert sich zutiefst besorgt über die Gewalt auf Israels Straßen. Sein Ministerium rief US-Bürger auf, eventuelle Pläne für Israel-Reisen zu überdenken. Einige Fluggesellschaften, darunter die Lufthansa und British Airways, haben ihre Flüge nach Israel wegen der Gewalt ausgesetzt. Der UN-Sicherheitsrat wird sich am Sonntag mit dem eskalierenden Nahostkonflikt befassen. Die virtuelle Sitzung sei auf Antrag von China, Norwegen und Tunesien auf Sonntag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt worden, teilten Diplomaten bei den Vereinten Nationen in New York am Donnerstag mit. Auch die USA, die die Absage einer für Freitag geplanten Sicherheitssitzung bewirkt hatten, seien einverstanden. Es ist die 3. Sitzung des UN-Gremiums zur Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern binnen einer Woche. Bei den 2 vorherigen Sitzungen hat es keine Einigung auf eine gemeinsame Erklärung gegeben. Dies lag Teilnehmern zufolge an den USA, die eine Verurteilung ihres Verbündeten Israel ablehnten.